In diesem Video geht es um einfache Operationen auf reellen Funktionen, einfache Translationen, nämlich um Verschiebungen, sowohl entlang der x-Achse als auch entlang der y-Achse. Fangen wir einmal an mit Verschiebungen entlang der y-Achse. Dazu betrachten wir einfach mal so eine Funktion f von x. Und diese Funktion möchten wir jetzt um 5 nach oben verschieben. Das heißt, den Graph der Funktion möchten wir um 5 nach oben verschieben. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt man dahin? Und die Idee ist, wir nehmen einfach einen Punkt, der auf dem Graphen der Funktion liegt, und schieben den einfach um 5 nach oben. Das machen wir natürlich nicht nur an einem Punkt, sondern das machen wir an allen Punkten. Und der neue y-Wert, der jeweils rauskommt, ist der alte y-Wert plus 5. Deswegen ist die Funktion g von x gleich f von x plus 5 genau die um 5 nach oben verschobene Funktion im Vergleich zu f von x. Bei der Verschiebung entlang der y-Achse ist es also so, dass wir zuerst die Funktion berechnen und dann einen neuen Wert aufaddieren. Das heißt, hier wird zuerst die alte Funktion berechnet und dann verändert. Bei der Verschiebung entlang der x-Achse ist es andersrum. Da werden wir zuerst den x-Wert verändern, bevor wir ihn in die Funktion reinstecken. Stellen wir uns vor, wir möchten die Funktion um c gleich 2 nach rechts verschieben. Dann hat der neue rote Punkt hier die Koordinate 1, f von 1 minus c, weil er hat dort den Funktionswert, den die Funktion c Einheiten links davon hatte. Und auch das bei einer Verschiebung entlang der x-Achse machen wir natürlich nicht nur an der einen Stelle, sondern an allen Stellen. Und damit wir uns die Vorgehensweise noch mal ein bisschen besser klar machen. Nehmen wir mal irgendeinen beliebigen neuen x-Wert an, hier an der Stelle. Und da ist jetzt die Frage, welchen Funktionswert soll jetzt die neue Funktion, die verschobene Funktion, an dieser Stelle x haben? Und das ist der Funktionswert, den die Ausgangsfunktion an der Stelle x minus c hatte. Also c Schritte nach links. Also wir möchten zwar die Funktion nach rechts verschieben, aber dazu holen wir den Funktionswert von links rüber auf die aktuelle Position. Und auf diese Weise bekommen wir dann die verschobene Funktion. Hier in dem Falle h von x gleich f von Klammer auf x minus 2. Im Unterschied zu der Verschiebung entlang der y-Achse ist es hier so, dass wir zuerst den x-Wert verändern, bevor wir in die Funktion reinstecken. Fassen wir das noch einmal zusammen, was wir gesehen haben. Verschiebungen, angenommen wir haben eine Funktion f von r nach r und ein a aus r, dann ist der Graph von f von x plus a um a nach oben verschoben, der Graph von f von x minus a um a nach unten verschoben, der von f von Klammer auf x minus a, also wo wir zuerst den x-Wert um a verringern, der ist um a nach rechts verschoben, obwohl trotz des negativen Vorzeichens vor dem a ist, wird es nach rechts verschoben, und der Graph von f von x plus a, der ist um a nach links verschoben gegenüber dem Graphen der Ausgangsfunktion. Und das sind auch schon alle möglichen Fälle für die Verschiebung entlang der x- und der y-Achse.